Ja, hallo und wieder willkommen zu einem neuen Video. Eine kleine 34 Kilometer lange Radtour. Circa 10 Kilometer von Krefeld sind wir gestartet in Forst über Süchteln. Ja. Dann Richtung Nettetal. Und im Nettetal haben wir bei Café Seger lecker Kaffee und Kuchen getrunken. Zurück über Krefrath. Dann wieder auf die Bahntrasse nach Tönisforst. Ja, ihr seht hier schon im Bild ein Stückchen der Bahntrasse. Das ist die Bahntrasse, die zwischen Viersen und Tönisforst von der ehemaligen Krefelder Eisenbahn betrieben wurde. Sie hat eine Streckenlänge von ca. 9,8 Kilometer. Und davon sind immerhin 8,4 Kilometer auf der ehemaligen Bahntrasse. Und das ist, wie ich finde, ein recht hoher Anteil von so einer ehemaligen Bahntrasse, wo man dann auch wirklich relativ schön auf der wirklichen, richtigen, alten, ehemaligen Trasse fährt. Ihr seht ja, das Schöne daran ist, das ist so ein bisschen wie so ein Mini-Biotop. Also ich finde das immer sehr entspannt und von der Landschaft und den Eindrücken sehr schön. Ja, leider gibt es hier sehr viele Querstraßen, also Straßen, die die Strecke queren. Ja, was heißt sehr viele? Also es sind einige, und nicht schön sind natürlich auch immer wieder diese sogenannten Poller, wie hier jetzt auch gerade wieder. Ich denke, Fahrradfahrer, die mit Anhänger oder Wohnanhänger unterwegs sind, ich weiß jetzt nicht, wie breit der Abstand hier ist. Das könnte durchaus ein bisschen eng werden. Naja, aber okay, da müssen wir irgendwie durch als Radfahrer. Ja, und hier auch schon der erste tolle Stopp. Wie gesagt, am Sonntag, dem 8. Mai, haben wir die Radtour gemacht. Und ihr seht ja herrliches Wetter und ich glaube, meine Frau... Schön, ne? Genau, ich fand das sehr toll, diese gelben Blümchen. Meine Frau meinte, das wären Butterblümchen. Barbara Stoppschild. Genau, ich muss auch ab und zu schon mal wieder mal eine querende Straße, wo ich meiner Frau von hinten schon mal mitteilen muss, die hinter mir ist, Stoppschild. Ja, ihr seht, das ist jetzt hier auch nicht so überlaufen wie in der Rheinschiene. Man radelt hier relativ entspannt. Ja, hier links ging es jetzt eigentlich weiter Richtung Viersen. Wir biegen aber jetzt hier rechts ab, um dann weiter Richtung Süden quasi zu gelangen. Quatsch, hab gerade nachgeguckt. Wir fahren jetzt hier ein Stückchen um Süchteln herum. Also ein paar, ein paar hundert Meter Richtung Norden ein Stückchen. Dabei müssen, weiß ich nur nicht, muss mal gucken. Jetzt scharf links auf Fahrradweg. Ich glaube, hier muss das lang gehen. Ja. Ja, es ist manchmal ein bisschen tricky, wo jetzt hier diese Verkehrsführung ist. Ja, und hier sind wir, also wie gesagt. Rechts und dann wieder links. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, das ist jetzt hier ein Stückchen auf der Gräfrather Straße. Das ist ein bisschen doof. Da müssen wir jetzt mal so 300 Meter ungefähr. Ah, ist ein bisschen mehr. Guck gerade hier nach. Nach Kilometer 4,3 sind wir hier auf die Querstraße getroffen und bei 5,97 Kilometer müssen wir wieder links ab, also so rund 700 Meter. Ja, und dann ist man eigentlich auch schon wieder relativ schnell in der schönen Natur. Wir wursteln uns jetzt hier so ein bisschen durchs Gelände. Das habe ich jetzt so ein bisschen frei hier so nach Schnauze und Komoot mir zusammengefrickelt, beziehungsweise sind allerdings schon ausgewiesene Radwege, die da in Komoot angezeigt worden sind.
Was jetzt hier, man sieht, hier sind immer mal auch gerne ein paar Radler unterwegs. Rennekurven-Gaststätte ist hier rechts, also wer jetzt hier mal eine kleine Pause machen muss. Also das ist jetzt hier so ein... Ja, guck mal hier. Ja, ein wunderschöner Abschnitt hier an dem kleinen Bächlein. Diek heißt der, glaube ich. Oder? Nee, Plätschbach. Genau. Wie plätschern, wenn das Wasser plätschert, Plätschbach. Genau. Ja, und das ist ein schöner Abschnitt. Hier sind immer mal so ein paar Häuschen zur Linken und das ist eigentlich relativ angenehm. Ja, jetzt sind wir hier auch schon am Naturschutzgebiet Unterer Breiler See. Und wie man hier sehen kann, gibt es hier dann auch eine ordentliche Massentierhaltung. Naja, gut. Nehmen wir jetzt mal so zur Kenntnis. Ja, und hier links ist dann auch schon das ist dann auch schon die Nette und die ganzen Seen, die sich hier dann anschließen. Ah, die Nette Seen. Genau. Hier links ist jetzt auch schon der Nette Bruch, so heißt dieser See wohl. Aha. Ja, und wie gesagt, wir wollen dann kurz vor dem Windmühlenbruch. Da biegen wir dann ab rechts Richtung Loberich. Loberich-Nettetal, weil wir dann zu dem schönen Konditormeister, dem Herrn Seeger, Café Seeger, gelangen wollen. Ja, der Marcel Seeger, der ist Jahrgang 1964, so steht es hier auf seiner Internetseite. Er macht da auch öfters schon mal, ich glaube freitags ist es, im WDR. Wer es gucken möchte, tolle Kuchen und tolle Rezepte. Ja, wie gesagt, er hat eine richtige Ausbildung zum Konditormeister gemacht, hat bei führenden Konfiseuren in der Schweiz und Frankreich, waren seine Lehrmeister. Die Meisterprüfung hat er in Köln gemacht und bildet sich ständig weiter. Ja, 1998 hat er zusammen mit seiner Frau die Leitung des Familienunternehmens Café Seeger übernommen und führt es damit in der vierten Generation die Konditorei weiter. Ja, wir sind jetzt hier schon, genau, mitten im Zentrum, hier rüber. Café Seeger. So. Und weil wir da schon so viel von im Fernsehen gesehen haben, haben wir gedacht, da machen wir mal eine Radtour hin. Da müssen wir unbedingt mal Kaffee trinken. Jo, dann haben wir dann jetzt auch gemacht. Wie gesagt, hier ein paar tolle kleine Eindrücke aus dem Sortiment. Und also es war super lecker, ganz toll. Grüße von dieser Stelle an das Café und an Herrn Seeger und Mitarbeiter. Wir waren begeistert. Ja, jetzt machen wir uns auch wieder schon auf dem Rückweg. Ja. Das geht jetzt hier leider so ein bisschen durch die Innenstadt von... Oh, hier ist ein bisschen weniger Verkehr. Genau, von Loberich. Weil wir dann die nördlich gelegene Bahntrasse erreichen wollen. Ja, das ist die Nettetal-Kaltenkirchen-Kempener Eisenbahnstrecke. Die ist ca. 18,3 Kilometer lang. Davon sind immerhin 12,6 Kilometer auf der wirklichen ehemaligen Bahntrasse. Ja, und wie gesagt, ein ganz besonderer schöner Abschnitt ist dann da an dem De Wittsee entlang. Eine sehr schöne Passage übrigens. Aber ihr seht ja auch, hier ist es sehr schön. Was ist denn hier für ein Knotenpunkt? Genau. Ja, es gibt hier zwischendurch immer mal auch noch mal was zu sehen. Ja, unterwegs gibt es auch noch ein kleines Highlight. Das ist die Burg Ude.
Das ist eine kleine, beziehungsweise eine Ruine. Da werden wir dann hin gelangen. Da erzähle ich dann nachher noch mal ein bisschen was dazu. Weil unsere Route, ihr könnt euch ja wie immer den Link auch runterladen. Ich füge den Link unter dem Video ein. Wir radeln ja auf dieser ehemaligen Bahntrasse so circa 6 Kilometer in Richtung Osten, also Richtung Grefrath. Ja, hier in Grefrath ist es natürlich leider auch ein bisschen schlecht. Übrigens, vorhin war ein Fahrradschlauchautomat, so habe ich zumindest gelesen, in Komoot. Hier rechts soll der alte ehemalige Bahnhof von Grefrath sein. Ja, und leider gelangt man dann erst nach ca. 2,5 Kilometer durch Grefrath dann wieder auf die wirkliche ehemalige Bahntrasse. Ja, und dann, wie gesagt, dauert es eigentlich auch nicht wirklich sehr lange, bis wir dann rechts abbiegen und uns an dem Flüsschen Nette, Quatsch, nicht die Nette, die Nias, hab mich gerade selbst gewundert, denn die Nette ist bei Loberich und hier ist die Nias, die kommt dann quasi von Mönchengladbach herüber. Ja, hier ist jetzt die Nias zur Rechten. Wir sind da gerade über die kleine Brückchen geradelt. Ja, und ihr seht, es ist wirklich hier sehr schön. Es gibt auch immer mal wieder schöne Sitzgelegenheiten. Und toi toi toi. Ja, sogar eine Toilette, damit man wohl nicht in die Nias uriniert und das Wasser verschmutzt. Weiß nicht, ob das zur Trinkwasseraufbereitung verwendet wird. Wahrscheinlich schon. Das wird ja dann über den Grund aus der Tiefe wahrscheinlich rausgeholt werden. Ja, jetzt sind wir hier bei der Burg Uda. So heißt das Ding. Und das ist eine Ruine einer mittelalterlichen Burg im Ortsteil Oed der Gemeinde Grefrath am Niederrhein. Ja, so sieht das Ding aus. Oh, Brücke kommt. Ja, und schon sind wir auch wieder weiter unterwegs. Und ja, so schaut das dann halt aus. Ja, leider führt der Weg jetzt hier ein bisschen etwas ländlich weiter. Und wir werden dann wieder auf der auf die Bahntrasse zurücktreffen. Drauftreffen, so gesehen. Genau genommen gesagt. Ja, ihr seht, hier sind immer noch mal zwischendurch schöne Bäumchenbestand und ja, ist einfach herrlich. Ich sag mal so, wir sind ein bisschen... Herrlich. Ja, ist wirklich total toll, die Landschaft. Ne? Barbara. Na, und wenn es nicht allzu warm ist, jetzt kommt leider auch ein Teilstück, was ein bisschen sehr viel offen ist, also weniger Bäume. Auch wieder mal mit Bäume. Also man muss schon ein bisschen, ja, an dieser Stelle gibt es sogar Spargel, also wer noch Spargel braucht, ihr seht ja zur Linken die Folie. Also wie gesagt, es gibt auch leider immer mal wieder ein bisschen offenere Abschnitte, aber bei über 30 Grad ist das dann nicht ganz so angenehm. Ja, hier an dieser Stelle, ja, genau wo hier der Traktor herfährt, treffen wir jetzt auch wieder auf diese ehemalige Bahntrasse, die wir auf dem Hinweg schon gefahren sind, und werden jetzt hier drauf den Rückweg antreten bis nach Forst, wo wir dann geparkt haben in dem Örtchen.
weiß jetzt gar nicht, wo es zu gehört. Ja, auf jeden Fall bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wie gesagt, lasst einen Daumen hoch da und am besten noch ein Abo. Den Tourenlink baue ich dann unter dem Video ein. Bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss.